Sie werden einen Karl-Valentin-Orden bekommen. Beide als du. Was ist denn Ihre Erinnerung an den großen Komiker Karl Valentin? Also ich habe ihn zum ersten Mal, als ich nach Deutschland kam, nach Bayern im Fernsehen gesehen mit der Karstadt. Und das war der Firmling, das war im Plattenladen und weitere Sketcher, die oder der im Orchester, wo dirigiert und sie... Na, sie dirigiert und er spielt die Geige. Und das hat mich schon als Kind wirklich überzeugt und fasziniert. Also das habe ich mir gerne angeschaut. Welche Erinnerungen haben Sie an Karl? Bei mir war es auch der Firmling und die Orchestergeschichte, weil die ist halt auf der Eber Orchesterprobe. Die ist auf den ersten Blick komisch, aber die kann man sich 10 Jahre, 15 Jahre später auch heute noch anschauen. Und man merkt, dass dem Ganzen auch eine tiefe Tragik innewohnt. Und das macht eigentlich den guten Humor wirklich aus. Es geht auch bei gutem Humor eigentlich immer nur darum, dass das Leben in einer Weise eine tragische Fehlstelle anders bewältigt werden muss als eben in der Tragödie. Und das zeigt ja auch sein privates Leben, das ja nicht immer nur lustig war, dass er dafür einen großen Sensus hatte. Sie haben angesprochen, dass Sie schon mal Karl Valentin selber was von sich gegeben haben. Was haben Sie denn da gespielt? Also ich gespielt nicht, sondern gelesen. Ich habe Leseabende gemacht und da habe ich mir im Norden nicht im Süden erlaubt, zum Beispiel den Spritzbrunnenaufdreher zu machen, den ich besonders liebe aus dem Buch. Und ja, das war halt etwas, wo ich mich irgendwie mit dem Humor wiedergefunden habe. Ne? Das ist so, die Abmachung beim Valentin ist ja, normalerweise, wir haben jetzt eine Abmachung, Sie fragen mich was und ich verstehe, was Sie meinen und dann antworte ich drauf. Man könnte auch die Abmachung jetzt nicht einhalten und ganz was anderes drauf antworten. Der Politiker. Wie der Valentin das aber im besten Sinne gemacht hat, dass man das, was gefragt wird, erstmal hinterfragt, in welchem Sinne oder in welchem anderen Zusammenhang das noch stehen könnte. Ja? Auch wortspielmäßig, aber auch sinnmäßig. Und diese Abmachung hat er halt nicht eingehalten und das war seine Kunst. Das finde ich das Großartige dran. Und deshalb habe ich es gelesen, ja, weil, aber im Norden, man muss sagen, es ist eine gewisse verhaltene Reaktion auf diesen Humor, der nicht sich immer überträgt. Ich glaube, dass es nicht nur daran lag, dass ich es nicht gut gelesen habe, sondern also eher schon am Inhalt auch vom Valentin. Aber es ist natürlich bezeichnend, dass er sich das bloß in Norddeutschland traut. Klar. Weil ja. Das ist sehr schwer, den Münchner Dialekt oder den Bayerischen überhaupt so in der Wolle. Ich meine, er ist ja quasi, wann bist du gekommen nach Bayern? 66. Also mit, da warst du ja schon 20 Jahre. Nein, mit 11. Und ich muss sagen, es ist toll, wie du dich da hineingefunden hast. Aber das ist ein alter Disput zwischen uns, wer das bessere Bayerisch spricht. Naja, das gibt keinen Disput. Aber als Münchner hat man sowieso ein anderes Bayerisch. Ich bin in Freilassing aufgewachsen. Schon die Tendenz nach Salzburg rüber ins Österreichische, von der Schmirage her, vom Sprechen. Insofern, das hört man immer, aber bei alle Freilassinger auch. Wobei die Freilassinger, die ich kenne, sind alle aus Slowenien oder... Nein, es sind schon auch echte dabei. Letzte Frage. Sie sind jetzt sehr festgelegt auf Ihre Rolle vom Tatort. Was würden Sie denn gerne mal als komische Rolle spielen? Wir haben eine sehr gute Komödie gedreht, ja. Die hieß Die Co-Piloten und da waren wir zwei einander in Hassliebe verbundene du hast Nachbarn. Fotografen und ich einen Co-Piloten. Also das ist ja nicht so, dass wir nichts anderes machen. Die Wahrnehmung ist einfach durch den Tatort so überlagert. Ich war letztes Jahr in Thailand und in Mexiko, habe ganz andere Sachen gedreht. Aber wir hätten schon noch ein komisches Projekt. Ich war immer im S-Bahn-Bereich. Ich weiß nicht, wie du da hinkommst. Wie hast du das gekriegt? Ja, sag mal. Das ist ja ein Hammer. Flieger, das geht heute. Toll. Und also das, mir ist es eigentlich fast wichtiger, nicht was anderes zu spielen, sondern die Humorschiene im Tatort nicht zu kurz kommen zu lassen. Und zwar diesen speziellen, der uns da in unseren gelungensten Produktionen auszeichnet. Das heißt, das Leben nicht verleugnen und einfach drüber bügeln mit einem Haut drauf Humor, sondern es nehmen und trotzdem amüsant finden, wo es passt. Aber eine Komödie wäre schon schön, also das könnte man sich doch wieder vorstellen. Wo wir das machen dürften, wäre sicher am Theater zu zweit. Sonny Boys dürfen wir sicher spielen, von Neil Simon ja, oder so bin Sachen. Ich viel zu jung. Aber dafür. Du bist zu jung und wir halten es auch nicht auch auf Tournee so lang zusammen, das geht zu weit dann. Gut, herzlichen Dank für das Gespräch.